Herzlich willkommen zurück bei Fittorial. Heute ein ganz, ganz tolles Video, da freue ich mich drauf. Und zwar die schönen Variationen für die Crunches, also unseren Bauch. Wir hatten ja bis jetzt nur als Basisübung den ganz normalen Crunch. Und jetzt zeigt uns Melli mal, wie wir das Ganze ein bisschen variieren können. Rückenlage. Pass auf, ich lege mich mal so, dann haben wir zwei Ansichten. Zwei Ansichten, genial. Also als Basis hatten wir, ich stelle ja gern die Zehen auf, löse die Fersen hier, wenn ich die Füße am Boden habe, um den Hüftbeuger so ein bisschen auszuschalten. Dann hast du die Möglichkeit, hoch zu crunchen. Blick geht zwischen den Knien durch. Ist wieder am entspanntesten für den Nacken. Fingerspitzen schön an den Schläfen aufsetzen. Auch das verhindert nämlich, dass man am Nacken reißt. Kinn sanft Richtung Brust ziehen. Genau. Wir sehen dann halt das mit den Knien über der Hüfte. Es ist schon ein Schwierigkeitsgrad weiter. Damit haben wir die geraden Bauchmuskeln erwischt. Bei Crunches ist es auch ganz heftig so, dass der Bauch ist schnell im sich dran gewöhnen. Ja. Ne? Also gerade bei Bauchübungen ist es so, wenn ihr die jetzt einen Tag macht und ihr macht jetzt jede Woche immer nur die gleiche Bauchübung, dann ist die Wirkung relativ schnell verpufft. Also hier ist es extrem wichtig, dass wir Variationen reinbringen, um einfach dem Bauch immer wieder einen neuen Impuls zu geben. Hast du eine Idee, was wir als erstes verändern könnten? Wir wollen die seitliche Bauchmuskulatur ein bisschen beanspruchen. Alles klar. Ich kenne die Übung als Cross-Crawl. Knie über die Hüfte, Finger an die Schläfen und dann zieht die Schulter immer zum gegenüberliegenden Knie. Die Schulterblätter bleiben optimalerweise die ganze Zeit vom Boden gelöst. Hier möglichst den Nacken entspannt halten. Du kannst dir das Ganze ein bisschen leichter machen, indem du die Zehen zum Boden tappst. Ja, völlig in Ordnung. Und dann hast du die seitliche Bauchmuskulatur mit drin. Ist eine super Übung, mache ich auch sehr gerne für den Bauch. Was haben wir noch? Bei Bauch gibt es ganz viel. Gibt es super viel. Aber nehmen wir noch eine für den unteren Bauch. Mhm. Du kannst entweder auch hier Knie über die Hüfte, Arme würde ich ausbreiten, gibt dir so ein bisschen mehr Fläche. Und dann löst du einfach dein Steißband vom Boden. Die Bewegung ist so mini klein. Ich weiß gar nicht, wie gut man das sieht, weil viele neigen dazu, das hier zu machen. Einmal so hochschmeißen mit Schwung. Das gibt einem das Gefühl, man tut was, aber eigentlich arbeitet der Bauch überhaupt nicht richtig. Es geht nicht darum, dass man möglichst hochkommt, sondern dass man wirklich aus dem unteren Bauch arbeitet. Das ist einfach nur das Steißbein, das du einmal vom Boden weglöst und abhebst. Du kannst das Ganze auch mit gestreckten Beinen machen. Ja, und somit hast du dann mit diesen drei Variationen gerade Bauchmuskulatur, schräge Bauchmuskulatur, unteren Bauch. Ich hätte auch noch zwei. Darf ich auch? Ja, aber natürlich. Ich möchte auch mal glänzen. Ja, glänzen. Ich habe nur eine schöne Übung und zwar, das mache ich manchmal, wenn ich merke, mein Bauch geht nicht mehr viel, ja, dann mache ich so und dann einfach mal so an die Ferse. Ja, dann bearbeitest du schön die Taille. Ja, diese seitlichen Bauchmuskeln finde ich ganz toll. Nur du, glaube ich nicht. Nee, finden ganz viele ganz toll. Ach so. Ne, das ist so gerade bei Frauen gut. Gerade wenn ich merke, irgendwie, manchmal ist das so ein Kurs auch, ne, dann merke ich, der Cross-Crawl, der klappt nicht mehr. Bevor ich dann gar nichts mehr mache, sage ich, okay, komm, noch 10 von diesen. Ja. So. Dann hätte ich noch eine Übung und zwar so. Ah, der Criss-Cross, ja. Was du jetzt machst, ist schon eine heftige Option, nenne ich das jetzt mal. Da muss man sehr stark auch im Bauch sein, weil wichtig ist ja, dass der untere Rücken wirklich nah spreche wie im Kursraum, nah am Boden bleibt, na, damit der untere Rücken geschützt ist. Was wäre denn die einfachere Option? Je höher die Beine, also in der senkrechten ist es am einfachsten und dann kannst du gucken. Wenn du merkst, der untere Rücken bleibt in Kontakt mit dem Boden, umso tiefer kannst du gehen. Ja. Würde auch. Also du kannst den Oberkörper noch lösen, du könntest auch noch einen Crunch dazu machen. Ne? Das macht es dann noch ein bisschen. Dann sind wir aber schon bei das ist Extreme schon, Advanced. Ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, bei Bauch, also erstens, er wird schnell besser. Und man muss immer wieder neue Impulse setzen. Das muss ich mir auch immer wieder sagen. Ich bin auch so jemand, ich neige dazu, immer das Gleiche zu machen, beziehungsweise mich darauf zu konzentrieren, was ich schon gut kann. Was gut klappt, ne? Ja. Ja. Das haben wir alle irgendwie. Ist menschlich. Das ist menschlich. Man will immer gerne das machen, was man eh schon kann.
Aber genau wie das bei Muskeln ist, ist es ja auch bei Menschen insgesamt so. Wir müssen immer wieder uns zwingen, Sachen zu machen, die wir eben noch nicht so gut können, damit wir uns weiterentwickeln. Weil nur mit neuen Impulsen und Herausforderungen können wir uns weiterentwickeln. Und ich zumindest habe den Anspruch an mich und auch an dich, dass wir uns weiterentwickeln. Ja, mit diesen Variationen könnt ihr auf jeden Fall euch ein tolles Bauchworkout zusammenstellen. Und ja, genießt das Brennen im Bauch und viel Erfolg beim Training. Viel Spaß!